Ja, herzlich willkommen zu Senkai Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin hier mit Charlotte. Hallo Charlotte. Hallo, ja genau, Space Junkie im doppelten Sinne, denn Space Junk ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Cool, das ist ja auch praktisch ziemlich tagesaktuell, weil wir haben gerade ja eine ESA-Konferenz, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Da wollen wir auch gleich drauf eingehen, aber was ist eigentlich dein Hauptjob hier? Okay, also mein richtiger Job ist, ich bin Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Missionen in der Vorentwicklung. Und wir machen sozusagen Phase 0 A, B1 Studien von den nächsten wissenschaftlichen Großmissionen. Aber gleichzeitig bin ich auch Leiterin des Weltraumschrottzentrums, Space Debris Center. Und das ist auch meine Leidenschaft. Cool. Und diese wissenschaftlichen Missionen, sind es dann eigentlich hauptsächlich dann ESA-Missionen? Ja, fast immer, kann man so sagen. Ja. Es ist meistens, also eigentlich fast alle sind Missionen, die aus dem Cosmic Vision Programm von ESA kommen. Wir haben aber auch ab und zu eigene Unterfangen, wo wir bestimmte Missionen selbst untersuchen. Zum Beispiel ein großes Fable ist bei uns Venus-Mission, Suche nach Leben auf der Venus. Ja, cool. Venus sage ich auf meinem Channel immer von wegen, dass ich da auch total Lust hätte, mehr Missionen zu sehen, weil es ein total spannender Planet ist und ich träume ja so ein bisschen, ich bin ein Star Wars Kind, so von fliegenden Städten auf einer Venus-Atmosphäre und das ist vielleicht noch sehr, sehr weit hin oder so, aber da gab es ja mal von den Sowjets eine Mission, wo sie im Prinzip irgendwelche Ballons in der Venus-Atmosphäre sogar hatten. Also da kann man bestimmt extrem viel Forschung auch noch machen und bis jetzt wird da so ein bisschen ausgelassen, der Planet, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ja, Venus ist sozusagen der böse Zwilling von der Erde. Ist ungefähr die gleiche Masse, also ungefähr die gleiche Größe und ist ja auch eigentlich der nächste Planet zu uns. Aber wir haben furchtbare Konditionen. Es ist bis zu 400 Grad heiß auf der Oberfläche. Wir haben Vulkanismus. Die Oberfläche häutet sich quasi permanent neu und bildet sich neu zusammen. Und dann haben wir einen wahnsinnig hohen Säureanteil in der Atmosphäre, was so ein bisschen blöd ist für die fliegenden Städte, leider. Es gibt aber eine Zone in der Venus-Atmosphäre ungefähr 50 bis 70 Kilometer Höhe, in der der atmosphärische Druck ungefähr dem der Erde am Boden entspricht und in dem gleichzeitig auch die Temperaturen dem der Temperaturen quasi auf der Erde entsprechen. Das wäre, ist für uns die interessanteste Zone, wo man auch denken kann, dort könnte Leben existieren als Mikroben, die irgendwie an Feuchtigkeitspartikeln hängen oder sowas. Und wenn man jetzt nochmal zur Venus fliegen würde, um speziell nach Leben zu suchen, ist das auch die Region, in der man suchen würde. Mhm. Weltraumschrott. Ja, genau. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zum Weltraumschrott. ESA-Konferenz, ich habe gestern kurz ein bisschen, das sind ja auch, wenn man sich so einen Tagesplan von so einer Tagung oder so anguckt, dann ist ja da richtig fett Programm drin und dann muss man ganz viele Talks darf man sich ganz viele Talks angucken oder so, was dann irgendwie als Berufstätiger mitunter auch schwierig ist. Aber ich hatte da ein paar sehr beeindruckende Graphen gesehen von wegen, seit wann schicken wir Sachen in den Orbit oder seit wann schicken wir Sachen in den Weltraum, was für Arten von Sachen schicken wir in den Weltraum. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, klar. Also Weltraumschrott ist ein Problem, seit wir den Weltraum nutzen, kann man sagen. Es gibt Sachen aus den frühen 60er Jahren, die sich noch dort oben befinden. Es gibt da ein bestimmtes Experiment, das nannte sich Project Westford. 1960 war, glaube ich, der erste Start. Und da hat man kurze Nadeln in den Orbit befördert, Tausende und Abertausende. Und die sollten RF-Strahlen reflektieren. Das war natürlich, bevor man die Idee hatte, Telekommunikationssatelliten zu bauen. Die Idee war, dass man so über diese Reflexion dann über verschiedene Erdteile miteinander kommunizieren könnte. Und das hat natürlich jetzt, letztendlich war das nicht wirklich zukunftstauglich. Die Nadeln sind uns aber bis heute erhalten geblieben und fliegen immer noch darum. Und damit fing es erst an. Aus deinem Job heraus könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass es vielleicht jetzt, wo man weiß, dass Weltraumschrott ein Problem ist, dass man das bei der Planung von so einem Satelliten oder bei der Lebensdauer von so einem Satelliten berücksichtigen kann, sollte. Ja, absolut. Und das machen wir auch hier in der Vorentwicklung. Das ist, wir versuchen, alle unsere Satelliten so nachhaltig wie möglich zu planen. Und das bedeutet halt auch, dass wir sie davor beschützen, dass sie unkontrolliert explodieren, indem wir sie zum Beispiel am Ende des Lebens dann passivieren, dass wir dafür sorgen, dass sie am Ende ihres Lebens möglichst nicht mehr lange in dem Orbit verharren, indem man zum Beispiel die Orbitmanöver durchführt
Und wir gucken auch, wir haben einen ganz speziellen Fokus auf das Thema Design for Demise. Das bedeutet, wenn ein Satellit wieder eintritt, um zu verglühen, gibt es ja manche Satelliten, die beim Wiedereintritt, wo quasi Teile überleben würden und am Boden ankommen und dort unter Umständen eine Gefahr für Menschen oder Einrichtungen darstellen könnten. Und wir versuchen sozusagen Technologien zu entwickeln oder Methoden, in denen man die Verglühbarkeit eines Satelliten maximiert, sodass möglichst wenig so gut oder gar nichts am Boden quasi ankommt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Weltraum noch so ein rechtsfreier Raum ist. Also ich meine, es gibt ja ein paar Verträge, die mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber ich hatte mal gehört, dass ein großes Problem bei dem Weltraumschrott gar nicht so alt ist, sondern dass im Prinzip China sich entschieden hat, von wegen, dass sie einen Satelliten kaputt machen, um zu zeigen, dass sie diese Fähigkeiten haben und der für einen großen Teil irgendwie für den, oder nein, deutlich sichtbaren Teil des Weltraumschrotts verantwortlich war. Wie ist da deine Einschätzung? Wird es da irgendwie vielleicht mal zu internationalen Gesetzen kommen oder ist jetzt eigentlich allen das Problem klar und man muss sich eigentlich nur überlegen, wie man alle an einen Tisch bekommt? Es sollte allen klar sein, aber dieser Satellitentest, den du ansprichst, den gab es tatsächlich 2007 und das war eine künstlich herbeigeführte Explosion durch eben eine Rakete in einem Orbit, in dem wir sowieso ein großes Problem haben und wo wir auch damals schon wussten, es gibt ein Problem. Das ist ungefähr 700, 800 Kilometer Höhe, da hat man kaum noch Atmosphäre, da wird nichts mehr abgebremst und das ist für uns einfach strategisch ein total wichtiger Orbit. Da sind alle unsere Klimamissionen und unsere Erdbeobachtungsmissionen, weil man dort einen sehr guten Blick auf die Erde hat, sowohl viel Landmasse gleichzeitig abdecken kann, aber nicht so weit entfernt ist, dass man die benötigte Auflösung nicht mehr erzielen kann. Mhm. Also ein super wichtiger Orbit und dort ist jetzt da sehr viel Schrott entstanden. Und kurze Zeit später, das war für mich auch so ein prägendes Ereignis, gab es dann die Kollision zwischen Iridium und Cosmos, wo auch eine große, das war natürlich nicht extra, aber war das erste Mal, dass wirklich zwei alte Satelliten oder nicht funktionierende Satelliten miteinander kollidiert sind und wir das live mitverfolgen konnten und dann auch sehen konnten, wie sich diese Schrottwolke ausbreitet. Und es gibt einen Flickenteppich an Regulationen. Und es ist auch teilweise absurd, wann welche Regulations gelten. Also es gibt zum Beispiel in Frankreich das Space Operations Law. Das gilt für alle Launches, die aus französischem Territorium, also zum Beispiel French Guiana, losgehen. Da, wo die Ariane zum Beispiel auch startet. Genau, ja. Aber wenn man einen anderen Launch Provider nimmt, der von woanders fliegt, dann gilt das dann nicht. Dann gibt es ESA, hat diese ISO 24113, das ist so ein Standard, den macht sie eigentlich immer anwendbar für alle Missionen. Aber wenn der Auftraggeber nicht ESA ist, könnte es wieder ein anderer Standard sein. Was wir in der Weltraumschrott-Community uns alle wünschen, ist, dass es einfach global anwendbare Regeln gibt. Und das ist also der erste Schritt wäre einfach, dass man sich insgesamt an auf einen Kodex einigt, quasi, der dann wirklich auch für alle gilt. Dann das nächste Problem ist, wie ahndet man Verstöße dagegen? Was für ein Gerichtshof soll im All quasi Recht sprechen über Verstöße gegen diese Debris Guidelines? Das ist eine unbeantwortete Frage, weiß ich auch selber nicht, wie man da vorgehen kann. Und dann ist die Frage, sind die Regeln, wie sie jetzt definiert sind, ausreichend? Also es gibt ja zum Beispiel, ich kann da gerne ein bisschen ausführen, es gibt ja zum Beispiel diese Reliability-Anforderungen. Also wenn der Satellit das Ende seines Lebens quasi erreicht hat, dann soll er mit 90% Wahrscheinlichkeit noch sein End-of-Life Operations ausführen. Das sind zum Beispiel Passivierung des Propulsion-Systems, um eine Explosion zu verhindern oder ein kontrollierter Wiedereintritt. Aber bei 90% sind 10% Satelliten theoretisch, die das eben nicht mehr ausfüllen können. Und wenn man sich anschaut, wie viele neue Satelliten in den nächsten Jahren gestartet werden, Mega-Constellations, Tausende von Satelliten, dann kann man sehr schnell sehen, dass eine Constellation ist ja, die sind ja auch alle ungefähr auf einer Höhe. Ne? Und 10% davon theoretisch, wäre es von den Regularien erlaubt, würden diesen Eintritt nicht machen, würden tot dort oben liegen bleiben. Da ist es eigentlich vorprogrammiert, dass es viele mehr Kollisionsevents geben wird. Und darum ist halt auch die Frage, was kann man an den Regeln noch verschärfen,
Und was für weitere technische Lösungen gibt es? Zum Beispiel irgendwelche Fail-Safe-Mechanismen, die agieren, wenn der Satellit es nicht geschafft hat, sich zu deorbiten. Könntest du eine Einteilung machen, vielleicht eine grobe Einteilung, was für Orbits im Prinzip besonders interessant sind, also sage ich jetzt mal, wir hätten jetzt zum Beispiel den ISS-Orbit, wir hatten diesen 800, 700 Kilometer Orbit, wir haben dann einen geostationären Orbit. Welche wissenschaftliche Relevanz die haben und welche davon am meisten bedroht sind durch Weltraumschrott? Ja, gerne. Also du hast ja eigentlich schon fast alle genannt. ISS ist deshalb, also eigentlich ist der ISS-Orbit nicht besonders bedroht durch Weltraumschrott, weil in der Höhe 400 Kilometer die meisten Teile sehr schnell verglühen, weil da eine ziemlich hohe Dichte ist. Aber wir haben halt diese Kritikalität, dass da die ISS ist und da sind Menschen drauf. Und deshalb ist es eben doch sehr wichtig, dass man diesen Orbit schützt, denn das darf auf keinen Fall passieren, dass es da einen Debris-Einschlag gibt. Während da Menschen auf der Station sind. Dann dieser 700 bis 800 Kilometer Bereich, das ist der, wo wir jetzt schon das größte Problem haben. Das liegt daran, dass dort eine sehr geringe Dichte ist, aber gleichzeitig ist das Volumen dieser Schale noch verhältnismäßig klein. Und es gab sehr viele Missionen bereits, die dorthin geflogen sind. Und aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, also wir sind hoch genug, um viel Land beobachten zu können, aber wir sind nah genug, dass wir nicht riesige Optiken brauchen oder im Falle von Radar sehr viel Power brauchen, um das Imaging zu betreiben. Darum sind die sehr beliebt und sehr wichtig für uns. Dann gibt es den MEO. Im MEO sind ja die Navigationssatelliten. Der ist auch extrem wichtig, aber das Problem ist nicht so gravierend, weil das Volumen dort viel größer ist. Darum sind die Wahrscheinlichkeiten von Kollisionen geringer. Magst du kurz sagen, was MEO heißt? Sorry, ja, natürlich. Das ist der Medium Earth Orbit. Und wenn wir jetzt vom LEO, das ist der Low Earth Orbit, der niedrige Erdorbit, sprechen, das sind Orbits bis zu 2000 Kilometer Höhe. Die meisten sind aber unter 1000 Kilometer. Beim Medium Earth Orbit reden wir über alles, eigentlich alles, was über 2000 Kilometer ist und unter geostationär. Geostationär ist 36.000 Kilometer. Aber besonders interessant ist der Bereich um 24.000 Kilometer und das ist da, wo die Navigationssatelliten sind, weil man dort diese globale Abdeckung hat, diese speziellen Konstellationen, die eben erzielen können, dass man immer eine gute Triangulierung haben kann. Und da ist, also eigentlich ist das Problem dort nicht so gravierend, weil eben sehr viel Platz ist, dadurch, dass man eben viel, viel weiter weg ist von der Erde und diese Schale, wenn man sie so bezeichnen will, viel größer ist. Aber was trotzdem dort ist, ist natürlich, du hast wieder eine Constellation, das heißt wieder viele Satelliten auf einer ähnlichen Höhe. Wenn jetzt einer davon stirbt und abdriftet, dann können sich die Satelliten gegeneinander verschieben und dann kannst du trotzdem Kollisionen haben. Und darum ist es auch dort geboten, dass man eben ein Graveyarding zum Beispiel macht. Das heißt, am Ende des Lebens den Satelliten verschiebt auf einen Friedhofsorbit, was auch zum Beispiel Galileo-Satelliten natürlich machen. Mhm. Und dann zuletzt Geo. Mhm. Geo ist der wichtigste Orbit, eigentlich kann man sagen, oder die wichtigste Ressource, weil es eben nur ein einziger Orbit ist. Du hast gar keine Ausweichmöglichkeiten. Du kannst nicht sagen, ach, dann gehen wir 100 Kilometer höher. Dann hast du diesen Effekt eben nicht mehr, dass der Satellit mit der gleichen Orbitalgeschwindigkeit um die Erde zieht, wie sie sich quasi im Laufe eines Tages dreht. Und der Vorteil an Geo ist, das ist ja ein äquatorialer Orbit mit ungefähr 3,6 Kilometer pro Sekunde Orbitalgeschwindigkeit. Und alle Satelliten dort gehen in die gleiche Richtung. Wenn jetzt Fragmente entstehen bei einer Explosion oder sowas, dann driften die mit Relativgeschwindigkeiten, die wesentlich geringer sind als die man im LEO hat, wo die Satelliten ganz chaotisch so und so um die Erde fliegen und sich dann am Pol immer begegnen. Aber trotzdem, wenn du dort diesen Orbit quasi verpestet hast, wenn dort viel Schrott entstanden ist und man ihn nicht mehr nutzen kann, hätte das gravierende Folgen für die Raumfahrt. Bei den niedrigeren Orbits, da gibt es diesen Begriff Kessler-Syndrom, von wegen, dass man... Oder magst du vielleicht kurz erklären, was Kessler-Syndrom ist? Kessler-Syndrom ist benannt nach Donald Kessler, ein berühmter Astrodynamiker. Der hat den Begriff, glaube ich, in den 70er Jahren zuerst
benutzt oder geprägt. Und das ist eine Bezeichnung für eine Kettenreaktion, die entsteht, wenn eine Explosion oder eine Fragmentation, diese Fragmente, die dort entstehen, dann wieder eine weitere Kollision auslöst, die wieder mehr Fragmente erzeugen und du den Effekt hast, dass es nicht mehr aufzuhalten ist, diese Kette an Reaktion. Klingt ja wie in Physik mit der Kernspaltung. Ganz genau so, ja. Und die Frage ist immer, ist das Kessler-Syndrom, passiert das schon? Also haben wir diesen Point of No Return schon überschritten oder nicht? Und auf der Konferenz jetzt waren wieder sehr interessante Vorträge, die gezeigt haben, wie verschiedene Szenarien beeinflussen, wie sich diese Debris Population entwickeln wird. Und ganz besonders interessant fand ich einen Beitrag, wo es darum ging, was für Effekte zum Beispiel hätte es, wenn wir regelmäßig einen Satelliten aus dem Orbit entfernen würden. Da ging es darum zu sagen, was ist denn, warum sollen wir jetzt einen großen Satelliten entfernen, wenn das Problem doch die vielen kleinen Fragmente sind? Und es wurde ganz sehr schön dargestellt auf einer, kann man sagen, Infografik eigentlich, dass wir zwar die geringste Anzahl von großen Satelliten haben, also das sind dann halt ein paar Tausend vielleicht, und die kleinen Fragmente sind vielleicht hunderte Tausende, aber die Masse, die sich in den großen Objekten befindet, ist halt die Gesamtmasse, die Summe, ist wesentlich mehr als in den kleinen. Und sollte dort eine Explosion passieren, dann werden so viele zusätzliche kleine Teile generiert. Und darum muss man eben das verhindern, dass man da die größten Objekte nach und nach entfernt. Ich hatte gerade im letzten Video gelesen, also es gibt ja Missionen, um Satelliten oder die Lebensdauer von Satelliten zu verlängern. Im Prinzip ist es ja ein ähnliches Konzept, was dafür taugen würde, um so Satelliten auch zu deorbiten oder im Prinzip mit denen irgendwas anzustellen. Das wird häufig zusammengeworfen. Also das nennt man ja ein On-Orbit Servicing oder Active Debris Removal. Und On-Orbit Servicing hat zwei Aspekte. Einmal den, dass du eben zum Beispiel einen Satelliten, der keinen Treibstoff mehr hat, kannst du wieder auftanken und der kann sich dann selbst vom Orbit entfernen und so weiter. Aber du hast außerdem diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Vielleicht hat der Satellit eine super Payload und könnte noch 20 Jahre denselben Dienst erfüllen, aber ihm reicht zum Beispiel der Strom nicht mehr oder so. Und du kannst dann mit diesem On-Orbit-Servicer kommen und die bestimmte Funktionen der Plattform übernehmen und dadurch verhindern, dass man einen ganz neuen Satelliten bauen muss, sondern man hat halt dann eben dieses Service-Modul. Das wird auch immer wichtiger. Man merkt, dass das Thema immer mehr Öffentlichkeit erfährt und so. Und ich glaube, das wird in den kommenden Jahren auch noch mehr der Fall sein. Also ein sehr spannendes Thema. In der Raumfahrt-Community auf YouTube zum Beispiel, da ist natürlich jetzt viel SpaceX in den News und von wegen, dass sie die Startkosten so massiv gesenkt haben. Und wenn sie angucken, von wegen, du hattest eben die Megakonstellation angesprochen, SpaceX fängt an, so eine aufzubauen mit Starlink. Wenn der Preis, um in den Orbit zu kommen, weiter so massiv fällt, wäre es dann nicht eine Überlegung, dass man sagt, man packt eigentlich alle Satelliten oder so möglichst viele Satelliten in sehr niedrige Orbits, wo man sagt, selbst wenn die ausfallen, sind die nach 5 Jahren weg. So, und man kann sich leisten, ein System unterzubringen, dass man die aktiv immer auf ihrer Höhe hält, weil sie ja den Orbit sonst verlieren würden. Ja. So eine Art Wegwerfsatellit quasi, so ein Instant-Use-Satellit. Ja, ist eine interessante Idee. Wenn man sich Sustainability oder Nachhaltigkeit anguckt, muss man sich natürlich auch mit den Aspekten der Satellitenproduktion und auch des Launches von Satelliten beschäftigen. Letztendlich ist, denke ich, ein Qualitätsprodukt auch gut, das viele, viele Jahre ihre Arbeit leisten kann. Aber wenn man sich das aus der Perspektive von Weltraumschrott anguckt, ist es tatsächlich eine gute Idee zu sagen, man fliegt in einem niedrigen Orbit, wo man dann das Problem eben, wo sich das Problem zeitlich begrenzt, automatisch schon. Und da gab es auch einen interessanten Vortrag, den ich gesehen habe, sehr spannend, von der University of Southampton war das. Und da ging es darum, was der Klimawandel, also die Menge von CO2 in der Atmosphäre für einen Effekt auf die ob die Dichte der Atmosphäre in der Höhe 400 Kilometer und so hat. Und es waren, also wenn das stimmt, die Klimamodelle, die da laufen lassen haben, dann hat das einen signifikanten Effekt. Und wir werden wahrscheinlich erfahren in der Zukunft, dass die Satelliten, Satelliten und auch Fragmente noch länger brauchen, bis sie orbiten, weil die Dichte in den höheren Schichten klimawandelbedingt reduziert. Das fand ich einen sehr spannenden Beitrag. Kann ja den Weltraumschrott, glaube ich, in so ein bisschen so Größen einteilen. Was für Größen wären das zum Beispiel?
Also die größten Objekte sind natürlich volle Satelliten- oder Raketenoberstufen. Das sind dann so mehrere Tonnen teilweise. Dann gibt es so die kleinen Satelliten, 100 Kilogramm bis 1000 Kilogramm ungefähr. Die Mikrosatelliten, wo man so von 1 Kilo bis 100 Kilo ungefähr guckt, das sind dann auch so CubeSats zum Beispiel dabei. Und dann darunter ist man schon eigentlich im Bereich der Fragmente. Die Fragmente 10 cm und größer kann man ganz gut beobachten, zumindest auch im LEO, also im niedrigen Erdorbit kann man die von der Erde aus beobachten und tracken und weiß daher, wo sie sich ungefähr befinden und kann dann Kollisionsvermeidungsmanöver fahren. Und dann kommt die gefährlichste Region eigentlich, das sind Fragmente zwischen vielleicht so einen halben Zentimeter bis ungefähr 10 Zentimeter, wo es viele gibt, die eben noch nicht erkannt sind, die aber einen riesen Schaden verursachen könnten bei einer Kollision. Und dann wiederum kleinere, die können immer noch einen Satelliten außer Gefecht setzen, wenn die zum Beispiel an der falschen Stelle einschlagen, aber die würden nur im Extremfall eine richtige Fragmentierung verursachen. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, ich weiß nicht, ob es da um eine Schraube ging, aber im Prinzip diese kleinen Stücke, also irgendwie ab einer bestimmten Größe, ist es sehr schwer, sie dann auch zu tracken, aber trotzdem so eine Schraube, die mit Orbitalgeschwindigkeit in die eine Richtung unterwegs ist und ein Satellit, der mit Orbitalgeschwindigkeit in die andere Richtung unterwegs ist, da sind wir wieder bei der Physik und von wegen die Energie, die da frei wird, die ist von der Geschwindigkeit quadratisch abhängig und das ist ein Riesenproblem. Gibt es Modelle oder irgendwie Ideen, wie man auch diese kleinen Stücke beseitigen könnte oder ist das völlig ausgeschlossen eigentlich? Es gibt Konzepte, aber die sind alle super unausgereift. Die kleinen Sachen werden sich auch irgendwie selber erledigen. Die haben einen höheren Oberfläche-zu-Masse-Verhältnis. Dadurch werden die viel stärker von der verbleibenden Atmosphäre beeinflusst als andere und auch durch andere Kräfte, zum Beispiel durch den Solardruck und so. Der Solardruck hat meistens den Effekt, dass der Orbit, wenn er erst zirkulär war, sich dann langsam so ein bisschen elliptisch gestaltet und dadurch dann halt auf einer Seite auch immer tiefer sinkt und die Atmosphäre nimmt dann natürlich exponentiell zu. Das heißt, die kleinen Teile, die sind zwar jetzt ein Problem, aber die irgendwann verschwinden die meisten davon. Wirklich wichtig ist, dass es eben keine neuen entstehen, dass man deshalb gerade da ansetzt, Satelliten, die neu starten, so auszustatten, dass sie sich selber vom Orbit entfernen können oder wenn sie das nicht können, dass sie zumindest so ausgestattet sind, dass man sie theoretisch abschleppen könnte. Oder Satelliten, die da oben sind, wo wir wissen, dass sie ein Problem sind. Der Klassiker ist Envisat, 8 Tonnen, ungefähr 800 Kilometer Höhe. Und dass man dort eben sich überlegt, wie man die in der nächsten Zeit entfernen kann, dass sie keinen Schaden mehr verursachen können. Was sind denn so deine Lieblingsmethoden, wie man im Prinzip nachträglich so einen Satellit oder Weltraumschrott erledigen könnte? Also es gibt ja diese Abschleppdienste, es gibt Ideen, Laser zu verwenden, um Ablation zu betreiben. Es gibt Ideen, dass man so eine Art Jetpack oder so befestigt. Aber die beste Methode ist halt, dass man einen Satelliten schon so ausstattet, dass er eine Möglichkeit hat, sich auch im schlimmsten Fall aus dem Orbit zu entfernen. Da gibt es zum Beispiel Ideen, dass man eine Art Segel mitnimmt, was sich entfaltet. Und diese Entfaltung würde halt dann vonstatten gehen, wenn der Satellit sonst gar nicht mehr einsatzfähig ist. Das könnte so sein, dass der zum Beispiel einen speziellen, sehr sicheren Receiver dabei hat, der auf ein Signal reagieren würde. Und diese Segel würden dann die Oberfläche vergrößern und dadurch eben auch den Drag vergrößern. Oder unter anderem auch als eine Art Solarsegel dienen und dadurch wieder diesen Effekt mit der Ellipse ausnutzen. Eine andere Idee, die ich mal gesehen habe auf einer Konferenz, war so eine Art Schaumpistole. Da wurde so eine Art Gel auf den Satelliten aufgetragen und das breitete sich im Vakuum dann aus und kreierte so einen riesigen Schaum. Und der Schaum war dann wieder derselbe Effekt, dass eben diese Oberfläche so vergrößert wurde. Man hat dann also das war eine Studentengruppe aus einer, ich weiß jetzt leider nicht mal, woher die kam, aber es war eine italienische Universität. Die haben dann halt gesagt, was wäre denn, wenn man so einen Satelliten mit so einer Foam Gun ausstattet und der fliegt eben rum zu irgendwelchen kaputten CubeSats oder so und schießt dann immer so ein Pellet mit Schaum drauf. Und das fand ich auch eine super Idee. Ja, klingt auch abgefahren. Ja, das ist vielleicht ja auch ein super Ansatz, da die Fantasie von Studenten zu nutzen oder irgendwelche Wettbewerbe auszuschreiben oder so, wo sich dann
junge Wilde dran austoben können und aber auch mit guten Konzepten um die Ecke kommen können. Ja, absolut. Ich finde, das Coole an Weltraumschrott, also es ist natürlich ein schlimmes Problem, mit dem wir uns auf jeden Fall widmen müssen. Aber was toll ist, ist, die Community ist so divers. Ne? Du hast dann die Industrien, du hast die Institutionen, du hast ganz viele Studenten, Interessierte, Wissenschaftler, Universitäten und so. Und diese kreativen Ideen, die da zusammenkommen, das ist was ganz Besonderes, finde ich. Es gibt ja viele coole Beobachtungsmissionen, die so jetzt so langsam gar werden oder so, oder die vielleicht in Zukunft interessant werden können. Hast du eine Lieblingsmission oder gibt es ein Wissenschaftsgebiet, wo du sagst, oh, da wird ein Satellit einen richtig coolen Job mal machen können? Oh ja, da gibt es so viele. Also ich persönlich stehe ja total auf Missionen, die darauf ausgerichtet sind, Leben im Universum oder speziell in unserem Sonnensystem zu finden. Die Frage. Die große Frage, gibt es irgendwo sonst noch Leben? Natürlich geht es hier hauptsächlich um mikrobielles Leben, also nicht jetzt, dass wir da irgendwelche Aliens treffen, denen wir die Hand geben können oder so, aber das ist natürlich fundamental. Wie sind wir hier auf der Erde? Wie hat sich das Leben tatsächlich hier entwickelt und hat sich was parallel entwickelt? Und wenn, wie unterschiedlich ist das zu uns? Und bisher wissen wir, haben wir da keine Antwort und darum finde ich immer Missionen, wo es gerade darum geht, besonders spannend. Also zum Beispiel ExoMars 2018 hat ja einen Bohrer dabei, mit dem man bis zu 2 Meter Tiefe bohren wird und dort Proben zu entnehmen, die diesen Strahlungsbedingungen auf dem Mars nicht ausgesetzt waren, dadurch, dass sie durch die Erde geschützt waren. Und dann gibt es die Idee, dass man eben, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, in der Venusatmosphäre nach Leben sucht. Es gibt viele Welten, Monde und so, auf denen wir wissen, dass es Wasser gibt, vielleicht auch flüssiges Wasser, Jupiter und Saturnmonde, wo es auch diverse Ideen gibt, dorthin hinzufliegen und zu schauen, was man dort finden kann. Und ja, das finde ich immer ganz besonders spannend. Wenn ihr jetzt gerade in der Community, oder beziehungsweise eigentlich meiner Meinung nach weltweit und Raumfahrtgeschichte, Ingenuity als ein Mars-Helikopter und du hast ja gerade angesprochen, Saturnmond, Titan, also NASA hat als nächstes vor, da auch mal einen Helikopter fliegen zu lassen, beziehungsweise Quadrocopter, beziehungsweise sogar 8 Rotoren. Das ist ja schon total abgefahren, das ist super weit weg von der Erde und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist ein Konzept oder so, aber das wollen die ja wirklich machen, sowas, das ist ja abgefahren. Titan ist einer meiner Lieblingsmonde. Das war auch Thema meines Studentenprojekts in Cranfield. Und da ist meine Liebe zu Titan so ein bisschen aufgekommen. Was an Titan so interessant ist, es gibt ja auch wieder eine enorme Dichte, aber gleichzeitig eine sehr geringe Schwerkraft. Das heißt, da kann man sowas fluggerätetechnisch sehr viel machen. Das sind ganz andere Bedingungen als auf der Erde, dadurch, dass eben auch die Schwerkraft so viel weniger gering ist. Und die Geologie dort ist interessant. Das Wasser ist hart wie Stein und stattdessen hat man Methanseen. Methan ist quasi das Wasser auf dem Titan. Wenn dort tatsächlich Leben existieren sollte, dann wäre es wahrscheinlich ganz anders als das, was wir hier kennen. Und eine super faszinierende Welt. Die NASA macht ziemlich öffentlichkeitswirksam Forschung auch, was ich total klasse finde, weil es auch mit dazu beiträgt, warum jetzt diese Weltraumbegeisterung, glaube ich, jetzt wieder noch mehr Schwung aufnimmt. Die ESA macht eigentlich auch total tolle Forschung, nicht ganz so öffentlichkeitswirksam, ich weiß nicht woran es liegt. Würdet ihr auf dem Stand stehgreifend eine Mission einfallen, wo du sagst, oh, da machen wir eigentlich als Europäer eine Wissenschaftsmission und die ist einmalig und das ist was ganz Besonderes? Ach, ganz viele. Also im Cosmic Vision Programm gibt es viele Sachen, die von fundamentaler Bedeutung sind für die Weiterentwicklung des Wissens über das Weltall für uns Europäer. Alleine die Großprojekte Athena und LISA sind enorm wichtig. Aber eine kleine Mission, die ich super spannend finde, ist Comet Interceptor. Das ist eine sogenannte opportunistische Mission. Die Idee ist, man fliegt bei einer anderen Mission mit, Ariel, zum L2, also Lagrange-Punkt 2. Das ist der stationäre Punkt hinter der Erde von der Sonne gesehen. Und dort wartet man einfach, wartet auf die richtige Gelegenheit, dass wieder ein Komet in unserem Sonnensystem
auftaucht, den man von dort aus erreichen kann. Wenn ein Komet auftaucht, dann zerstört er sich ja ziemlich schnell selber, weil er dann nah an die Sonne kommt und häufig dann einfach auseinanderbricht und verschwindet. Und man hat also nur eine bestimmte Zeit, vielleicht so ein, zwei Jahre oder so, in der man diesen Kometen erreichen kann. Das ist immer nicht lang genug, als dass man dafür eine spezielle Mission bauen könnte. Und deshalb eben diese Idee von dieser opportunistischen Mission, die dort sitzt und wartet. Und sollten wir wieder einen Kometen am Himmel sehen können, dann fliegt Comet Interceptor los und würde dort als erster dann ankommen. Es gibt auch die etwas geringere Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein extrasolares Objekt in unser Sonnensystem kommt. Es gab ja vor ein paar Jahren dieses Oumuamua, dieses merkwürdige zigarrenförmige Objekt, wo wir ziemlich genau sagen können, dass es eben nicht den Ursprung aus unserem Sonnensystem hat oder das zumindest vermutet ist. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so genau. Aber es war sehr schade, dass es nicht möglich war, dass man dort hinfliegt und sich das genauer anguckt. Und so eine Mission wie Comet Interceptor, hätte es die da schon gegeben, das wäre möglich gewesen, dorthin zu fliegen. Und darum ist das für mich eine der spannendsten Missionen, weil es uns eben die Option eröffnet, dass es unter Umständen, dass wir die Ersten sein könnten oder das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ein menschengemachtes Objekt das nicht aus unserem Sonnensystem, einem interstellaren Objekt begegnen könnte. Das mit dem Interstellaren ist wahrscheinlich massiv unwahrscheinlich oder man weiß es nicht. Wir haben jetzt wahrscheinlich Zufall gehabt, dass man das gesehen hat. Wir wissen nicht, wie oft sowas passiert. Bei den Kometen ist das so wahrscheinlich, also dass man dann nicht vergebens wartet, also dass man sagen kann, ja, das wird schon auf jeden Fall eintreten in der Lebensdauer von so einem Satellit? Ganz genau weiß man es nicht. Es ist eine Lotterie, aber wir haben auch ein paar Backup-Targets. Also okay. Es gibt ein paar interessante Asteroiden, wo wir dann hinfliegen würden, wenn sich nichts zeigt. Die Idee ist aber, dass man die Mission so designt, dass die Wahrscheinlichkeit schon da ist, also dass es nicht so unwahrscheinlich ist, dass es die Gelegenheit geben wird. Asteroiden, das bringt mich sofort auf das Thema Asteroiden-Mining, also das ist ganz weit weg oder so. Wir sind jetzt ja voll in der Industrialisierung des Weltraums. Ja. Ist sowas sinnvoll oder wird es sowas geben? Oder? Ja, es gibt verschiedene Ideen, was man mit Asteroiden so machen kann. Es ist ja einfach mal Masse, die existiert, die man nicht von der Oberfläche eines Planeten, sozusagen aus dem Gravity Well von einem Planeten in den Orbit befördern muss. Das heißt, theoretisch könnte man sich vorstellen, dass man die Materialien, die dort sind, irgendwie im Weltraum quasi verarbeitet. Also vielleicht nicht unbedingt, dass man sich die abholt und dann zur Erde bringt, aber dass man die zum Beispiel benutzt, um irgendwelche Vorhaben im Sonnensystem zu nutzen. Also das ist jetzt richtig Science Fiction eigentlich, ne? Aber eine Idee, an der in meinem Forschungsinstitut damals, als ich mein Doktorat gemacht habe, gearbeitet wurde, war, dass man einen Asteroiden einfangen könnte, den quasi am L1-Punkt stabil hält und dort über Jahre hinweg Staub abmeint, den man dann nutzt, um so eine Art Sonnenschirm, einen ganz dünnen, feinen Sonnenschirm für die Erde zu basteln, um damit dem Klimawandel entgegenzuwirken. Du hast es gesagt, Science Fiction. Bist du über Science Fiction zur Raumfahrt gekommen oder war es mehr so Appetit kam beim Essen im Studium? Nee, ich habe Science Fiction immer geliebt als Kind auch schon, als Heranwachsende und so weiter. Aber ich habe mich tatsächlich nicht sofort für Luft- und Raumfahrt entschieden. Ich habe das gar nicht in Erwägung gezogen. Ich habe Mathematik studiert und dann in Berlin und dann auf so einer Party irgendwo näher Alexanderplatz. Eine Studentenparty habe ich dann eine Frau getroffen und die hat gesagt, sie studiert Luft- und Raumfahrttechnik. Und ich war so, wow, warum? Voll cool. Und dann meinte sie, ja, ich will Satelliten bauen. Und dann dachte ich, das will ich auch. Und gleich am nächsten Tag habe ich dann geguckt, kann ich mich irgendwie nachträglich noch in der TU Berlin einschreiben und habe dann gewechselt. Mein großes Ingenieurvorbild ist Gwynne Shotwell. Und die hat irgendwann mal in einem Konferenz gesagt, glaube ich, so von wegen, dass sie eine Ingenieurin gesehen hat, die hatte tolle Schuhe an und deshalb ist sie im Prinzip Ingenieurin geworden, wegen den Schuhen. Ist jetzt nicht so die typische Story, aber ich fand es total abgefahren und sie, wie gesagt, ist mein absolutes Vorbild, weil ich sage von wegen, dass die total was drauf hat und krasse Sachen macht und bestimmt ein super Vorbild ist für ganz viele andere Menschen, die hoffentlich auch Raumfahrtingenieur werden wollen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, Vorbilder sind wahnsinnig wichtig. Gerade so in diesen technischen Berufen hat man oft so ein Stereotyp im Kopf. Mhm. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, so ein bisschen bieder, vielleicht so ein ne? Karohemd und so. Aber es gibt so viele coole Menschen, also die Ingenieurwesen studiert haben und die, mit denen ich hier direkt zusammenarbeite, unterschiedlichster Art. Und das finde ich, das sollte man eigentlich noch mehr kommunizieren, dass das hier eine total interessante Community auch ist, einfach sehr international, bei uns auch sehr jung, gerade in der Vorentwicklung und so. Das ist echt sehr, sehr schön. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit diesen Menschen zusammen. Ich habe das so in der YouTube-Community auch so wahrgenommen. Normalerweise kennt man YouTube ja als ein Raum, wo dann auch irgendwie Hate Speech und so stattfindet. Und das habe ich fast gar nicht bei mir auf dem Channel unter den Kommentaren, sondern ganz viele Leute, die einfach sich für Raumfahrt total begeistern und die total nett miteinander umgehen, interessiert sind und einfach auch so ein bisschen ja, träumen, ne? Also zu den Sternen hochgucken und sich Sachen vorstellen oder dabei sein wollen, wie jetzt Sachen sich jetzt entwickeln. Und das ist vielleicht ja so ein bisschen was du irgendwie beschreibst mit diesen Leuten, die sich dafür entschieden haben, das zu ihrem Beruf zu machen. Ja, total. Ich habe eigentlich fast ausschließlich super tolle Leute kennengelernt in diesem Beruf. Wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen irgendwie ein Träumer sein, ne, um Luft- und Raumfahrt zu machen. Zumindest am Anfang, wo man sich die erste Mal entscheidet, das zu studieren und auch Richtung Raumfahrt gerade zu gehen. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen Fantasie haben. Und ist ja eigentlich definitiv eine Zukunftsbranche. Also wenn man sich anguckt, von wegen wie viel jetzt gestartet wird pro Jahr und was in den nächsten Jahren gestartet wird und ja auch was für eine neue Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit für das Thema Raumfahrt besteht. Also ich glaube, arbeitslos wird man nicht, wenn man sich dafür entscheidet. 64 Jahre machen wir jetzt als Menschheit Raumfahrt. Und wenn man sich anschaut, wie es angefangen hat und wo wir jetzt sind, das ist enorm. Da kann man nur spekulieren, was wir in 20 oder 30 Jahren machen werden. Und es ist einfach ein wahnsinnig spannender Bereich. Also das merkt man auch, wenn man einfach nur mal so mit langem Normalos redet. Wenn man sagt, dass man in der Raumfahrt arbeitet, dann gibt es immer gleich ganz viele Nachfragen. Wenn ich dich fragen würde, was dein Lieblings-Science-Fiction-Universum ist oder was dich zum Träumen bringt, was wäre das? Also als Kind, muss ich zugeben, war ich ein totaler Trekkie. Aber das Beste, was ich jetzt so vor kurzem gesehen habe, war The Expanse. The Expanse, weil es so, ich finde, auf eine Art super realistisch ist, aber gleichzeitig auch irgendwie eine Fantasy. Eine Sache darin ist mir ganz besonders aufgefallen, das hat mich überzeugt quasi, das war in der ersten Season. Da gab es eine Stelle, da gehen die sozusagen in den Kampf mit ihrem Raumschiff und sie wissen, es kommen richtige Projektile. Und dann lassen sie erstmal die ganze Atmosphäre, die ganze Luft aus dem Raum raus und ziehen sich ihre Anzüge an, damit sie eben keine explosive Dekompression erfahren. Und das wird aber nicht erklärt, das ist einfach, das machen die einfach. Und dachte ich so, voll cool, das ist richtig gut durchdacht. Charlotte, vielen, vielen Dank für das super tolle Gespräch und es hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht, wenn wir beim Thema Science Fiction sind oder beim Träumen, wenn du dir was wünschen dürftest, was in der Raumfahrt passieren kann, was wäre das? Also wenn du träumen dürftest, was in der Raumfahrt möglich sein wird, dass du noch miterleben kannst. Was ich noch miterleben kann? Also wie gesagt, ich würde wahnsinnig gerne miterleben, dass wir in unserem Sonnensystem irgendwo auf einem anderen Planeten noch Leben finden. Das wäre cool. Das kann ich mir natürlich nicht so wünschen. Ich weiß gar nicht, von wem ich mir das wünschen würde. Aber wenn das passieren würde, während ich noch lebe, das wäre der Hammer. Cool. Und ja, ich fand es super angenehm. Also vielen Dank, Moritz. Dankeschön. Ja, ich hoffe, euch hat das Interview auch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, immer Montag gibt es eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.